Minka, wie wär's, wenn du uns etwas Wundpulver Kannst gibst? du mir etwas von dem Pulver geben? Bist verletzt, Kindchen? Nein, siehst ganz Biene aus. Mein Pülverchen ist nur für Verletzte. Hast du denn ein paar? Kann ich wenigstens einen von den verbrauchten Verbänden haben? Auf keinen Fall! Wer weiß, was er damit anstellt. Am Ende bringt das zu einem Druiden und verflucht mich damit. Ich kenne aber Nein! keinen Druiden. Sicher ist sicher. Darum wirft Minka alte Verbände immer gleich hinaus ins Meer. Okay. Dann lasse ich dich. Biene. Dann war das ja nicht falsch, hier den Eimer hinzuhängen. So. Wenigstens stehe ich nicht. Ah, das Zeug juckt tatsächlich. Okay, so haben wir schon mal ein Verband. So wie die Botin gezetert hat, hat dieses Zeug in ihrer Wunde fürchterlich gebrannt. Das bringen wir doch dann mal zu Harm. Hier, Harm, ich hab was für dich. So wie die Boten ge Ehren wir. Ja. Ruf. So wie die. So wie die Bo Ja, es soll ja fürchterlich brennen. So wie die Botin gezetert hat, hat dieses Zeug in ihrer Wunde fürchterlich gebrannt. Ich muss das Juckzeug an etwas schmieren, das Harm auch sicher berühren wird. Zum Beispiel den Lebertran? Wollen wir doch einmal sehen, wie heilkräftig dieses Juckmittel wirklich ist. Oh, ist das gemein. Wo willst du hin? Gib mir den Lebertran. Natürlich. Oh nein. Was ist das? Oh, es wird wieder schlimmer. Oh nein. Das halte ich nicht aus. Ja, schnell ins Wasser. Verfluchter Sumpf. Da dein Schlüssel. Ehrenwert. Ja? Ruft nach mir, wenn ihr mich braucht. Boah, der sieht auch echt krank aus. Wollen wir den Schlüssel jetzt? Keine Zeit zu riskieren. Okay, dann nicht. Er hat den Schlüssel ab. Da ist ein Fenster. Zu auf. Das führt zu. Wir bräuchten eigentlich sowas wie ein Seil. Das kann ich be. Ich putze jetzt. Ich putze. Du sollst ja auch nicht putzen. Wie komme ich? Warum? Dann könnte sie hineinfliegen. Wenn wir sowas wie ein Seil hätten oder das Beiboot. Falls das Schiff. Können wir das Beiboot runterlassen irgendwie? Das wirkt nur auf leicht. Da ist das Fenster, da ist das Loch. Ist bereits ins. Irgendwann. Den Haken können wir auch nicht mehr abmachen. Okay. Jahre, hast du vielleicht noch Infos für uns? Bis spät, gib auf der. Anscheinend nicht. Der Gast hier vielleicht. Was gibt? Bis später. Auch nicht. Ich habe das auch. Das war. Na. Sie hat wahrscheinlich auch keine Du Infos. hast keine, aber du hör.
Dann lasse ich Biene. Nuri. Ja, Nuri können wir nur ins Badehaus schicken. Wenn gleich. Vielleicht sichern wir uns schon mal die Überfahrt in den Sumpf. War das in den Sumpf, in den wir rein wollten? Der hier muss dir doch eine. Vielleicht können wir aber auch. So, erstmal da. Der Schnaps. Fährst du mich und meine Begleiterin für. Warte hier auf euch. Ich muss noch unseren. So, Überfahrt ist gesichert. Vielleicht hat sie ja noch Infos für uns, wenn wir ihr das. Wenn wir ihr den Mini-Anker zeigen. Windling, das geht so. Hatte schon. Auch nicht. Der Anker scheint eine Art. Haben wir hier irgendwo ein Seil? Keine Zeit. Das wirkt nur auf Leichtsinn. Keine. Ach genau, das haben wir ja mit dem Messer gemacht. Nur den ein oder Arthur, was. Fest verk. Hier regnet es. Hier regnet es wohl häufiger. Ich würde mich nicht so lässig an ein. Ja, dazu sollte man. Vielen Dank für. Brauchst du. Das spät. Gib auf da. Wir müssen irgendwie an den Schlüssel kommen. Vielleicht muss Nuri jetzt nochmal ins Badehaus. Kannst du dich. Aber du musst. Ich meine. So, da flirtet sie jetzt wieder mit dem Gas. Was gibt's? Bis später. Sag mal. Nuri nach draußen schicken. Ich will Nuri jetzt aber gar nicht nach draußen schicken, auch wenn das ziemlich unangenehm ist, wie sie ihn anguckt. Ich habe ein paar. Das auch. Das war schon. Na. Du weißt. Keine. Aber du hast gehört. Dann lass. Biene. Ich behalte. In einem Stück. In einem Stück. Massiver Stück. Das brauchen wir eigentlich, glaube ich, nicht mehr. Sag mal. Na komm, jetzt Nuri, komm wieder nach draußen. Mach es gut. Musst du etwas. Ich habe keine Ahnung, wie wir. An den Schlüssel kommen. Hier gibt es auch nichts irgendwie, was wir damit noch auswechseln könnten, oder? Da ist eine Katze. Ich muss es. Dafür suche ich mir lieber etwas. Dumm, das ist kein. Warum ist. Massiver. Das schaffe ich mit Lob. Okay, hier ist sonst auch nichts. Können wir die Katze mit dem Netz runterziehen? Nein. Auch nicht. Da können wir nur nach oben oder hier rein. Hier mit dem Wächter sprechen wir nochmal. Seine Hände zittern. Ja, da brauchst du vielleicht mal einen kräftigen Schluck. Schnaps. Sein ganzer Nacken ist blutig geschabt. An seiner Stelle würde ich nicht ständig daran kratzen.
die Truhe auf und ich möchte am besten stören. Wozu? So wird. Ich kann ihn auch später noch ins Meer werfen. Ich will ihn ja nicht ins Meer werfen. Wir müssen irgendwie die Truhe aufkriegen. Und zwar so, dass Harm das nicht bemerkt. Viel besser. Die Gräten. Am besten stück. Die Gräte sieht aus wie Harm. Ah. Vielleicht können wir das. Am besten störe ich. Nori angelt mit dem Anker nach dem Schlüssel und ersetzt den Schlüssel mit der Gräte. Eigentlich ganz simpel. Wenn ich mit diesem Anker nach dem Schlüssel angle, sieht Harm das. Es sei denn, ich lenke ihn ab. Aber dann kann ich nicht gleichzeitig angeln. Ich brauche einen verlässlichen... Also brauchen wir Nori hier. Das sollte kein Problem sein. Wo haben wir jetzt den Anker gelassen? Nurilein! Nurilein, ich habe einen Auftrag für dich. Sag mal. Bin gleich. Warum können wir Nori jetzt nicht dahin schicken? Du musst mir helfen. Komm mit. Ah, okay. Das Loch dort im Fenster? Ich mache es heil. Nein, nimm diesen Anker. In der Kajüte ist ein Schlüssel. Er sieht aus wie diese Gräte. Du musst mit dem Anker durch das Loch danach angeln. Und dann ersetzt du den Schlüssel durch die Fischgräte. Währenddessen lenke ich den Kaufmann ab. Schaffst du das? Selbstverständlich. Ich bin eine Fee. Gut. Das geht doch schief. Wenn es schief geht, bin ich tot. Und wie komme ich zum Fenster? Hm. Oh nein. Falls das Schiff ab... Warum beherrscht... Du kommst zum Fenster mit dem Netz. Wie soll ich daran? Was ist? Ein Fischer. Wir stehlen uns an Top. Nicht so. Ich muss das Ziel. Ja, das Ziel ist, den Hafen ins Boot zu werfen. So auf. Natürlich. Wie kommt sie jetzt ans Fenster? Mit einem Eimer? Nein. Noch später. Das hilft auch nicht. Wir brauchen etwas, womit wir an womit Nori da hochkommt. Warum ist Nori? Dann könnte sie vor der Hafentaverne. Wie kommt Nori da jetzt hoch? Okay, wo kriegen wir jetzt ein Seil her? Wann wird Harm kann ein seine. Ich putze jetzt. Das führt zu. So wird. In einem Stück. In einem Stück. Ein Henkel, ein Haken. Ein Seil. Hier, Mann, die Angel. Leihst du mir dann. Ach komm schon. Gib mir deine Angel. Okay, wir brauchen etwas, um hier hochzukommen. Eine Angel wäre schon mal nicht schlecht. Die wir als Seil zweckentfremden könnten.
Dafür hat er ja auch was für uns. Ich brauche ein Seil, aber du hast keins. Goswins Haus. Können wir da vielleicht noch? Das ist auch nicht. Hier regnet es. Fest verknotet. Okay. Ich bin etwas überfragt. Aber ich bin öfter überfragt und hab's bisher auch immer hingekriegt. Was gibt? Ich hab das auch. Das war. Na. Dann lass Bean. Das kriegen wir schon hin. Bisher sind wir hier auch weitergekommen. Ich brauche nur etwas länger. Hier haben wir auch nichts, oder? Eine versteinerte Katze. Die bringt uns auch nicht weiter. Wenn wir das Netz mit dir tauschen. Ich will keine Überfahrt, ich will deine Angel haben. Der hier muss dir doch. Zu auf. Das ist wahrscheinlich wieder was ganz Simples. Und ich denke einfach wieder zu kompliziert. Sag mal. Was hältst du denn davon? Monster hat ihn versteinert? Offenbar macht jemand ein gutes Geschäft damit. Was hältst du von einem Eimer? Was hältst du von der Hängematte? Ein Fischernetz. Vom Handtuch? Na, wir müssen wahrscheinlich wirklich, Moment. Na doch, besser nicht. Warum ist immer alles so nicht unerreichbar? Jetzt noch nicht, wir hätten. Ja, nee, dann wären wir aber nicht an die Steinfiguren gekommen, dass wir das Seil mit dem Haken gebraucht hätten. Das kann ich. Aber das können wir uns auch nicht wiederholen, oder? Den Enterhaken. Nein. Das können wir uns nicht wiederholen. Oh, wer bist du denn? Da oben. Ein Ausguck? Wir können hier auch nicht irgendwie aus dem Fenster rausgucken, oder? Ich bin etwas überfragt. Ehrenwert. Diese. Ein Auto steht. Ruft. Harm nutzt den versteinernden Blick des Monsters für seine Geschäfte, aber offenbar findet er keinen Weg, die Kreatur zu überwinden. Mit der Kerze können wir sonst auch nichts machen, oder? Am besten noch etwas. Ja, was soll's. Hier, da hast du deinen Lebertran. Euer Lebertran. Danke. Warum ist Nori keine Kleine? Dann könnte sie.
Okay, ich bin hier wirklich überfragt. Und bevor die Folge zu lange wird, machen wir hier erstmal einmal Schluss und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin.